Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um The Ordinaries. Ein sehr interessanter Film aus Deutschland. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, hallo. Ich habe hier ein Cameo. Wisst ihr, wo ich da hin muss? Da hinten rechts. Ah ja, danke. Kein Ding. Kann ich dich nach Hause bringen? Gute Nacht. Ja. Was ist eigentlich mit dem Bus? Ach so, der kommt nicht. Das ist nur Kulisse. Vorweg, wir haben hier erstmal eine etwas andere Welt. Nämlich, hier sind die Menschen zwischen Haupt-Nebenrollen und Filmfehlern bzw. Outtakes aufgeteilt. Also jeder hat sozusagen eine Aufgabe und es ist wie so eine Art Klassensystem aufgeteilt. Dementsprechend ja, wird auch sehr krass zwischen den Klassen unterschieden. Und wir haben eben im Mittelpunkt hier Paula. Die ist die Tochter eines Hauptdarstellers und einer Nebendarstellerin und geht auf die Schule für Hauptdarsteller und muss jetzt eben auch unter anderem an ihrem Monolog arbeiten, um eine gute Hauptdarstellerin zu werden. Allerdings fängt sie dann nach und nach an, über ihren Vater Nachforschungen anzustellen, weil sie diesen gar nicht kennt und ihre Mutter da auch hingegen recht verschwiegen ist. Und so erfährt sie nach und nach immer mehr über diese Welt und auch über ihre Familie. Mehr möchte ich gar nicht verraten, ist interessant gemacht, weil es auch einige Wendungen bereithält, die man erstmal so nicht erwartet. Und es insgesamt von dem, wie es erzählt ist, super interessant, weil wir haben hier ganz viele Anekdoten, die man aus der Filmwelt kennt, wie zum Beispiel, man wird zensiert oder das wird jetzt rausgeschnitten oder sowas, das passiert halt dort. Das ist insgesamt sehr unterhaltsam, es ist nicht immer stringent und hundertprozentig nachvollziehbar erzählt. Aber es ist super schlau gemacht und es macht Spaß, weil man sich denkt, okay, also dieser Humor, der da immer mitschwingt, der gar nicht so aktiv ist, aber durch das, wie sie es erzählen, durch diese ja, Sätze aus der Filmwelt, ist das einfach super unterhaltsam, auch wenn die Story so ja, in der Mitte ein bisschen einen Downer hat. Also es zieht sich da ein bisschen und hinten raus wird es dann wieder spannender. Dementsprechend echt ganz cool geworden. 3 von 5 Punkten. Für 4 hat es nicht ganz gereicht. Das liegt unter anderem für mich aber auch ein bisschen an der Hauptdarstellerin, nämlich Fine Sendel. Die ist für mich so ein bisschen blass. Also im Sinne von gegen andere Darsteller kommt da nicht wirklich viel rüber. Es passt ein bisschen zur Rolle, dass sie so unsicher ist teilweise. Aber es trägt halt auch wirklich diese große Geschichte nicht so wirklich. Sondern man ist gefühlt immer mit so einem leicht naiven, unwissenden Auge dabei. Vielleicht mag man das auch so erzählen. Ich hätte es aber irgendwie besser gefunden, wenn das Ganze ein bisschen, ja, eine stärkere Figur hätte. Und da ist das Schauspiel leider dann auch, vielleicht wahrscheinlich auch durch Skript ein bisschen, ja, langweilig an einigen Stellen. Und der Rest vom Cast, ein paar bekannte deutsche Gesichter haben wir mit dabei. Das ist gut, das ist insgesamt in Ordnung, aber reißt auch keine Bäume aus. 3 von 5 Punkten. Technisch muss ich sagen, ist das, was sie aus dem wirklich sehr wenigen Budget, was sie wahrscheinlich hatten, also sowohl an Förderung gab es nicht viel und dann vermute ich auch, dass unter anderem auch das ZDF mit das kleine Fernsehspiel da einiges mit reingebracht hat, aber viel Budget hatte der auf jeden Fall nicht und dafür sieht er wirklich gut aus. Also was die teilweise an Special Effects hier mit drin haben, so CGI, die Welt erschaffen, sehr, sehr cool. Also da kann man nicht meckern, aber er macht dementsprechend auch wenig besonders oder großartig Neues, dementsprechend 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, The Ordinaries ist ein Film, der mich überrascht hat, wo ich auch ein bisschen erwartet habe, dass der vielleicht ganz gut wird und das ist am Ende auch geworden. Er ist sehr unterhaltsam, er ist nicht so überragend geworden, wie man vielleicht erstmal mit der reinen Grundthematik denken mag. Oh, das ist super intelligent geschrieben. Ja, an vielen Stellen schon, aber an einigen Stellen hat er auch seine Schwächen. Vor allem im Erzählen der Hauptfigur, das fand ich für mich nicht stringent genug. Die reißt mich nicht in die Geschichte unbedingt rein. Man muss sich wirklich aktiv dafür interessieren, damit man da mitgerissen wird. Das ist jetzt nicht so ein Selbstläufer. Dementsprechend aber am Ende ein Film, wo ich sagen kann, schaut ihn euch an, wenn euch die Thematik interessiert. Sehr unterhaltsam, cooles Ding geworden, sollte man auch aus Deutschland unterstützen. Dementsprechend, ja, klare Empfehlung meinerseits, insgesamt 4 von 5 Punkten. Und ja, das insgesamt auch eine sehr, sehr solide Wertung mit 13 von 20 Punkten, kann man sich definitiv auch im Kino anschauen. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!